Ein Feuer im Erzgebirge beschäftigt die Kriminalpolizei. Es steht offenbar im Zusammenhang mit den Bauernprotesten der vergangenen Wochen. In einem Agrarbetrieb in Oesnitz waren in der vergangenen Nacht mehrere Landmaschinen in Flammen aufgegangen. An einer Wand wurde zudem ein Schriftzug gefunden, der ein Ende der Bauernproteste fordert. Sonst würden weitere Anschläge stattfinden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Verletzte gab es nicht. Die Schadenhöhe wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.